Wir schreiben das Jahr 2016. So viel schon mal im Voraus, es ist kein einfaches. Die Rahmenbedingungen für alle Banken bleiben schwierig. Die Obwalner Kantonalbank mag ja irgendwie Herausforderungen und hat sie angepackt. Die OKB hat sie gut gemeistert. Oder wie der Bankrat und die Geschäftsleitung es formulieren, wir schließen mit einem sehr positiven Ergebnis ab. Das heißt konkret 29,84 Millionen Franken Bruttogewinn oder anders gesagt ein Plus von 7,5% zum Vorjahr. Das freut natürlich nicht nur die OKB, sondern wird auch Ihnen gefallen. Denn der zweitbeste Bruttogewinn in der über 130-jährigen Geschichte der Bank bedeutet, dass erneut eine Dividende von 32% auf dem Nominalwert ausbezahlt wird. Das heißt, alle PS-Inhaberinnen und Inhaber profitieren direkt. Ganz zu schweigen vom Kanton Obwalden. Der erhält nämlich erneut 7 Millionen Franken als Gewinnanteil und 2,2 Millionen Franken als Abgeltung der Staatsgarantie. Das sind dann, nur um das schnell einzuordnen, 247 Franken pro Obwaldnerin und Obwaldner. Geld, das jedem von uns hier wieder indirekt zugutekommt. Jetzt mögen Sie sich fragen, woher kommt dieser Erfolg? Die richtige Mischung macht's. Eine Mischung aus guten Kunden, tollen Mitarbeitenden, einer ausgewiesenen Beratung und dem anerkannten Service sowie der Kostendisziplin. Hinzu kommt eine bewährte Kreditvergabepraxis. Das klingt jetzt alles sehr einfach, es steckt aber einiges dahinter. Dass die rund 43.000 Kunden der OKB vertrauen, liegt einerseits an den 193 Mitarbeitenden, den Menschen also, die tagtäglich dieses Vertrauen mit ihrem großen Einsatz und ihrem fundierten Fachwissen stärken. Es liegt aber auch an der sorgfältigen Praxis bei der Kreditvergabe, die zudem zur Auflösung von Wertberichtigungen auf Kundenausleihungen geführt hat. Diesmal etwas satte 2,45 Millionen Franken. Und es liegt daran, dass die OKB auch die Ausgaben im Griff hat. Zurück zu den Zahlen. 58,29 Millionen. So viele Franken Bruttoerfolg hat die OKB 2016 erzielt. Das ist ein neuer Rekord und 2,44 Millionen Franken mehr als im Jahr zuvor. Und auch bei den Zinsen gibt es gute Neuigkeiten. Denn trotz anhaltender Tiefzinsphase und der damit belasteten Zinsmarge war die OKB erfolgreich und hat das Zinsergebnis um sehr gute 1,9% erhöht. Warum? Weil die Hypothekarforderungen qualitativ gewachsen sind. Die OKB hat also nicht möglichst viele, sondern möglichst sichere Hypotheken vergeben. Aber natürlich auch, weil die OKB eine vorausschauende Liquiditätsplanung betreibt. Übrigens, das mit den guten Nachrichten gilt auch für die anderen Sparten. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft etwa ist um über 10% gestiegen, weil die OKB eine aktive Marktbearbeitung betreibt und weil sie mit der Swisscanto Invest auf eine sehr gute Partnerin in diesem Geschäft zählen kann. Selbst der Handelserfolg wuchs im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10%. Das ist wegen der guten Devisenumsätze der Kunden so und weil sie alle am Schalter kräftig Fremdwährungen gekauft haben. Nur das Resultat beim übrigen Erfolg fällt mit 1,4 Millionen Franken klar tiefer aus als 2015. Wieso, fragen Sie sich. Weil die OKB weniger Finanzanlagen verkauft hat und weil die Sonderdividenden auf Beteiligungen der Bank aus dem Vorjahresergebnis weggefallen sind. Und nun schauen wir uns noch kurz die Mittel an, die die OKB 2016 den Kunden geliehen hat. Die erreichten nämlich mit 3,4 Milliarden Franken einen neuen Rekord. Und dies trotz der sehr hohen Amortisation von total 173 Millionen Franken. Die OKB pflegt den direkten Kontakt zu den Kunden. Die Basis für das Vertrauen ist der Händedruck. Dass die Kunden genau das wollen, beweisen die Zahlen. 61 Millionen Franken mehr als im Jahr zuvor haben die Kunden 2016 bei der OKB angelegt. Und die Vermögensverwaltungsmandate haben auch um 48 Millionen Franken zugenommen.
Das alles führt zu einer weiteren Zahl, über die wir uns gemeinsam freuen können. Die Bilanzsumme. Mit einer Zunahme um 103 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr stieg sie Ende 2016 auf 4,38 Milliarden Franken. Dies, weil die Kundengelder und die langfristigen Refinanzierungen der Kundenausleihungen angestiegen sind. Jetzt also zum Aufwand. Oder zur Frage, hatte die OKB ihre Kosten auch 2016 im Griff? Ja, hatte sie. Das zeigt schon alleine die Entwicklung beim Geschäftsaufwand. Der ist nur gerade um 1% angestiegen. Dieses kleine Plus entstand wegen einem höheren durchschnittlichen Personalbestand, höheren Sozialaufwendungen, Lohnanpassungen, höheren IT-Kosten und wegen zusätzlichen Gebühren. Alles in allem ergibt das einen Geschäftsaufwand von 28,45 Millionen Franken. Kurz gesagt, er liegt im erwarteten Rahmen. Nun zur Zahl, die den Geschäftsaufwand im Verhältnis zum Bruttoerfolg zeigt. Die Cost-Income-Ratio. Sie liegt bei 48,8%. Im Vergleich mit anderen Banken war die OKB auch 2016 sehr kosteneffizient unterwegs. Alles, was wir bisher gesehen haben, zeigt, die OKB entwickelt sich seit Jahren erfolgreich und stabil. Trotz hartem Marktumfeld, trotz stark verschärften Regulatorien. Warum? Weil sie die Chancen und Risiken richtig einschätzt und weil sie ein professionelles Risikomanagement betreibt. Den Beweis dafür liefert Ihnen die OKB am liebsten richtig in einer Zahl. 2016 hat die OKB nämlich erneut die Risikosituation verbessert. 2,45 Millionen Franken aufgelöste Wertberichtigungen beweisen, dass die Kreditkunden mehrheitlich gut wirtschaften. Und das ist schließlich nichts anderes als die Bestätigung der Kreditgewährungspraxis, die auf Vertrauen in die OKB-Kunden beruht. Was heißt das jetzt alles für die Zukunft? Die OKB hat eine solide Ausgangslage. Die ist wichtig für ein gesundes Wachstum und damit für ein gut dotiertes Eigenkapital. 2016 hat die OKB ihre Eigenmittel erneut derart erhöht, dass nach Gewinnverteilung per Ende Jahr das Eigenkapital rund 425 Millionen Franken betrug. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,7%. Mit diesem Wert gilt die OKB als äußerst stabile Bank. Aber die OKB ist ja nicht einfach nur eine Bank. Sie will in der Region auch Positives bewirken, gerade wenn es um die nachhaltige Entwicklung im Kanton geht. Und das kann sie sich dank dieses Erfolgs auch erlauben. 2016 hat sie 587.000 Franken an Sponsoringgeldern verteilt, hat 266 Projekte unterstützt und 47 langjährige Sponsoringpartnerschaften gepflegt. Denn nicht zuletzt gilt, die OKB weiß, wo ihr Platz ist. Sie ist die Bank der Obwaldnerinnen und Obwaldner. Heute und in Zukunft. Versprochen.